Ich habe heute Post bekommen und zwar ein Paket von der Firma Scarpa. Und zwar Schuhe. Und ich war wirklich, wirklich aufgeregt und bin mit einem positiven Gefühl heute zur Post gelatscht und habe mir das Paket abgeholt. Und jetzt sind sie da. Die Scarpa Phantom Tech. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich selten mit so einer Freude einem Schuh entgegengeschaut habe wie diesem. Ich habe ihn einmal in Größe 42 und einmal in Größe 42,5 bestellt. Ich habe normalerweise Schuhgröße 42, aber ich dachte mir, eine halbe Nummer größer würde nicht schaden. Vielleicht ist er ja relativ schmal oder kurz geschnitten. Ich weiß es ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache den Karton mal auf. Das ist jetzt die Version 42,5 und da liegt er drinnen. Der Scarpa Phantom Tech. Und das ist ein Schuh, der so berühmt ist. Also, wenn man sich diesen Schuh mal genauer anschaut, dann sieht man, der ist eigentlich genial. Also mit einer integrierten Gamasche, die relativ, sie schaut zumindest so aus, wichtiger Punkt, merken wir uns für später, sie schaut so aus, als würde sie relativ hoch nach oben gehen. Er schaut robust aus, stabil, er schaut unfassbar leicht aus, er ist unfassbar leicht. Also ich glaube, der hat knapp über 800 Gramm, der Schuh, das ist nix. Und er ist voll steigeisenfest. Und das war der Start für eine freudige Bestellung von einem Schuh. Warum er mich so unglaublich enttäuscht? Es hat so viele Gründe. Es hat so viele Gründe. Und übrigens, ich bin kein Scarpa-Hater. Ich liebe die Firma Scarpa. Sie produzieren unglaublich gute Schuhe. Die Scarpa Booster sind wahnsinnig tolle Kletterschuhe. Die Scarpa Mont Blanc sind wahnsinnig gute Kategorie D Eiskletter- und Hochtourenschuhe. Die Scarpa Mescalito sind unfassbar tolle Alltags- und Zustiegsschuhe für den Fels. Sie produzieren unglaublich gute Schuhe. Aber das hat mir... Es hat zumindest für ein Video gereicht. Wenn man den Schuh öffnet, dann kommt erst einmal die große Ernüchterung. Schuhbänder. Okay, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Schuhbänder, das ist ja gar nicht so schlimm, aber die Schuhbänder sind dann interessant für einen Innenschuh, wenn man den Innenschuh rausnehmen kann. Denn nur dann kann ich ihn mir so schnüren, wie ich ihn tatsächlich brauche. Hier kann ich nichts rausnehmen. Ich kann ihn nicht schnüren. Wenn ich die vordere Zehe, also nicht mal die Zehenbox, sondern tatsächlich den vorderen Bereich meines Fußes anpassen möchte in der Schnürung, dann muss ich hier so lange reinfummeln, bis ich an den Schuhbändern vorne dran bin. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ich mache das nur einmal. Und dann habe ich ihn ja sozusagen für den Rest seines Lebens angepasst. Falsch. Denn ich brauche diesen Schuh möglichst, nicht unbedingt eng, aber sehr, sehr exakt passend. Und wenn ich ihn aber dann so anhabe, dass er richtig gut passt, weil das ist ein Schuh, den kauft man sich fürs Eisklettern, den kauft man sich für wahnsinnig schnelle Mixed-Touren, für Eisklettertouren, für, ja, okay, vielleicht die ein oder andere Hochtour auch, definitiv. Kann man machen. Vor allem, wenn man zum Beispiel Nordwände gehen möchte oder sowas in die Richtung. Der soll richtig eng und perfekt passen. Nicht unangenehm eng, kein Kletterschuh, aber passen. Dafür muss ich ihn aber vorne definitiv jedes Mal enger machen. Denn sonst wäre er, wenn er quasi einmal eingestellt ist, komme ich ja nicht mehr raus. Sonst wäre er ja nicht eng. Also ein enger Schuh kann nur dann eng sein, wenn ich ihn mir perfekt angepasst habe. Aber dann komme ich ja nicht mehr raus, weil das ist ja, ne, Ziel der Sache. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist kein Problem. Eine Schnürung wäre theoretisch kein Problem. Das machen andere Schuhe auch so mit Innenschuh- und Außenschuhprinzip. Aber das ist kein Innenschuh- und Außenschuhprinzip. Das ist ein Schuh mit einer Gamasche drumherum. Zu der komme ich auch gleich nochmal. Und
ich kann die Schnürung nicht vernünftig anpassen, weil der Reißverschluss ist hier zu Ende. Okay, jetzt könnte man sagen, alles klar, gut, ich komme damit zurecht, er passt. Trotzdem, ich kann das anpassen, kein Problem. Dann schlüpfe ich in den Schuh hinein und dann merke ich hinten, die Ferse ist... Was ist das denn bitte für eine Fersenbox da hinten? Also die Scarpa-Fersen sind normalerweise die, die mir ja ganz gut passen. Und ich habe hier nun wieder Probleme mit meiner Ferse. Klar, dass ich da etwas sensibel bin. Das gebe ich gerne zu. Aber das... Also ich habe den Scarpa Montblanc, die Fersenbox, perfekt. Wirklich. Also macht Spaß. Das macht keinen Spaß. Die ist unten sehr breit. Geht dann etwas schmäler zusammen. Und dann hier oben, quasi wo ja nicht mehr direkt die Ferse ist, sondern so in Richtung Achillessehne, hier macht das dann quasi und klemmt einem im Prinzip den Fuß halb ab. Jetzt müsste man sich diesen Schuh wahrscheinlich so groß bestellen, dass da hinten genug Platz ist für meine Ferse. Jetzt ist sie aber unten zu groß. Das bedeutet, wenn ich mich sozusagen so hinstelle, dann, ne, dann macht hier, ne, ja, okay. Gut, kann man auch noch immer drüber reden, aber fürs Eisklettern ist das ein No-Go. Ich kann nicht, ich stehe immer nur hier. Das Eisklettern findet hier statt, hier. Wenn ich hier Bewegung habe, im Schuh, dann habe ich kein Gefühl dafür, dann kann ich gerade bei einem hängenden Fuß im Steileis, dann habe ich hier den Fuß so, aber der Schuh hängt. Das ist sinnlos. Das ist vollkommen sinnlos. Okay. Und jetzt muss ich natürlich sagen, das ist ja wahnsinnig subjektiv. Also Ferse, da gibt es ja viele Leute, denen passt diese Ferse perfekt. Viele Leute haben keine anspruchsvolle Ferse, sage ich jetzt mal. Und er ist nicht super schmal geschnitten, der Schuh. Er ist relativ normal. Er ist nicht so unglaublich geräumig wie der Montblanc oder der Montblanc Pro. Aber er ist nicht schmal. Also er ist kein typischer Scarpa. Also er ist relativ normal. Und deswegen war ich auch etwas überrascht, dass dann hinten die Ferse so eine Katastrophe ist. Okay, jetzt, wie gesagt, wenn die Ferse dir passt, perfekt. Aber ich bin noch nicht fertig. Warum schafft man es nicht, in diesem Schuh ein Boa-System zu verbauen? Es wäre genauso leicht wie das da. Es hätte überhaupt keine Nachteile. Man sieht, dass es funktioniert bei La Sportiva, bei der G-Reihe. Boa-Systeme verbaut, alle Leute sind zufrieden. Natürlich, es kann nicht so leicht repariert werden, aber es wird für Expeditionsschuhe verbaut. Mit dem gehst du keine Expedition. Die Tatsache, dass wenn dir das kaputt wird, ein minimaler Schaden entsteht, der dir übrigens mit den Dingern genauso passieren, anderes Thema, das ist ein minimaler Schaden im Vergleich zu dem Schaden, der entstehen würde, wenn man auf einer Expedition ein kaputtes Boa-System hat. Also ich verstehe, ich bin nicht immer Fan von Boa, aber wenn ich einen Schuh entwickle mit Innenschuhprinzip, dann muss der Boa haben oder ich kann den kompletten Innenschuh rausnehmen. Aber das, ich komme nicht damit zurecht. Okay. Dann habe ich mir gedacht, jetzt stehst du schon im Schuh drin, jetzt kannst du ja mal ein paar Meter damit gehen. Ja, dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich festgestellt, okay, die Ferse hinten passt wirklich nicht. Ich komme damit nicht zurecht, aber das ist ja unterschiedlich, kommt ja auf den User an. Und was ich mir dann gedacht habe, ist, irgendwie ist das komisch. Diese integrierte Gamasche, die hat hier hinten einen, vielleicht kann man das erkennen, einen Gummizug. Hier nicht. Gummizug. Hier nicht. Das bedeutet, wenn ich den Schuh schließe, kein Gummizug. Gummizug. Das bedeutet, dass wenn mein Schuh oder mein Bein, mein Unterschenkel schmäler ist als das,
dann ist die Gamasche egal. Dann ist die Gamasche komplett sinnlos. Also kann man dann auch bleiben lassen. Der Schuh ist unglaublich steif, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich könnte ihn nicht ansatzweise biegen. Er ist Kategorie D, er ist voll steigeisenfest. Ich liebe dieses Konzept von diesem Schuh. Aber die Gamasche, das ist keine Gamasche, das ist ein Scherz. Man könnte integrierte Gamaschen schon mit viel Idee und mit viel Gehirn entwickeln, indem man sagt, ich habe einen kompletten Gummizug. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, nicht jeder hat so grazile Unterschenkel wie ich. Das ist aber nicht richtig, weil meine Unterschenkel sind relativ dick. Und trotzdem ist hier Luft und Spiel, weil das hier kein Gummi... Man hätte das machen können. Man hätte das schon machen können. Hier funktioniert es ja auch. Also es hätte... Designtechnisch hätte es hier auch funktioniert. Warum nicht? Es wäre ja so viel besser gewesen. Dann wäre der Einstieg hier etwas kleiner geworden. Und es wäre aber trotzdem dehnbar gewesen und dementsprechend auch nicht unangenehm. Man muss ja keinen super festen Gummi verwenden. Hier hinten ist ein unglaublich widerstandsfähiger Gummi drinnen. Der ist schon relativ hart auseinanderzuziehen. Hier dafür keiner. Das bedeutet, wenn der quasi auf Anschlag angezogen ist sozusagen, also nicht auseinandergezogen ist, sondern zusammengestaucht, dann flattert das immer noch herum. Warum hat man nicht überall etwas... Egal. Okay. Anderes Thema ist die Höhe der Gamasche. Wenn ich eine integrierte Gamasche habe, dann will ich persönlich auf eine Zusatzgamasche bei Frühjahrstouren verzichten können. Zum Beispiel, wenn ich im Mai die ersten niedrigen 3000er Gletschertouren mache, dann weiß ich, dass da viel Schnee liegt, Ende Mai, Anfang Juni, dann liegt da einfach viel Schnee und dann lebe ich damit, dass ich Gamaschen mitbrauche. Wenn ich so einen Schuh habe, kann ich mir das sparen. Oder einen G2SM oder einen G5 von La Sportiva oder von Millet gibt es auch diverse. Bei dem nicht. Es geht nicht. Wenn ich richtig viel Schnee habe, brauche ich trotzdem Gamaschen, denn hier würde sozusagen ein relativ durchschnittlicher Kategorie D Stiefel aufhören. Moment. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Aber die tolle integrierte Gamasche, das hier ist keine Gamasche, gar keine ernstzunehmende. So viel ist er höher. Gamaschen sind so viel höher. Das heißt, ich nehme hier eine Gamasche, ich kriege hier eine integrierte Gamasche von oben bis unten, super top, wirklich. Und dann... Und dann rinnt mir hier der Schnee rein. Es ist ein unglaublich gut konzipierter Schuh. Hätte man ihm ein Boa-System gegeben, hätte man die Gamaschen etwas höher gemacht oder ganz weggelassen. Hätte man gesagt, okay, wir machen hier einfach nur ein abgedichtetes System für die Schnürung. Hätte man gesagt, okay, wir machen hier einen vernünftigen Gummiausstieg, dann wäre das wahrscheinlich der beste Ultralight Kategorie D-Stiefel, den es auf der Welt aktuell gibt. Bin ich mir sicher. Aber das nicht. Und jetzt könnte man sagen, na gut, er hat so seine Kinderkrankheiten, der Schuh, oder? Also ja, das ist halt alles noch nicht ideal konzipiert. Ich stelle den zweiten auch noch dazu. Das ist alles noch nicht ideal. Das kann man aber irgendwo verkraften. Jeder Schuh hat so seine... Also der Montblanc Pro zum Beispiel hat gar keine vernünftige Gamasche, so wie der. Oder hat keine komplette Abdichtung. Der hat kein Double-Layer-System, obwohl das ja nicht wirklich Double-Layer ist. Und so. Der ist nicht so präzise. Und kann man alles sagen. Bis ich den Preis von diesen paar Schuh in den Ring werfe. Der UVP
von den Scarpa Phantom Tech ist 560 Euro. 560 Euro. Für diese paar Schuhe muss eine alte Dame ganz schön lange stricken. Mit 560 Euro sind sie übrigens teurer als die meisten ultraleichten Kategorie D-Hochtourenstiefel am Markt. Sie sind teurer. Moment. Ich schaue gerade, was der UVP von den G2 SM ist. Das sind nochmal deutlich professionellere Schuhe. Die kosten 650 Euro, sind 7000er Schuhe. Das hier sind höchstens also 4000er Schuhe und Eiskletterschuhe. Wiegen aber nicht viel mehr. Und haben ein Boa Lacing System. Und haben hohe Gamaschen. Und das Schöne ist, dass den G2 SM von La Sportiva, den kriegt man für 400. Weil der wird für einen UVP nirgends verkauft. Also wenn du den für UVP kaufst, dann hast du ihn bei La Sportiva selber gekauft. Aber den verkauft dir niemand für einen UVP. Denn für einen UVP bringt den keiner weg. Die werden für den UVP verkauft. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund der Firma Scarpa. Viele oder die meisten meiner Schuhe sind von der tollen italienischen Firma Scarpa. Aber das ist kein Schuh. Das ist, also das ist ein Schuh. Das ist ein durchschnittlicher Schuh. Wenn dir die Ferse hinten passt und du kannst mit dem leben, dass du ein normales Lacing-System hast und eine Gamasche, die eigentlich nur nervt, dann kauf ihn. Er schaut geil aus. Sagen wir uns mal ehrlich, er schaut viel geiler aus als normale Bergschuhe. Wenn es das ist, was man braucht. Er ist ziemlich steif. Also alles top. Wirklich genial. Aber 560 Euro. Ich verstehe es nicht. 560 Euro. Und er ist übrigens, kann ich gleich vorweg sagen, er ist nicht wärmer als andere Kategorie D-Schuhe, die kein super Hard-Dry-System haben. Der Mont Blanc Pro ist übrigens genauso warm wie der. Und der hat keine super tolle Außenschicht, aber er ist genauso wasserdicht und er ist genauso stabil und er ist genauso hart, aber er kostet viel weniger Geld. Und in diesem Sinne, die gehen zurück. Die gehen definitiv zurück. Ich war eh schon skeptisch, ob ich mir die überhaupt behalten würde, wenn ich sie kriege. Ich war mir da sehr unsicher, wollte sie vorher nicht nur probieren, sondern mal genauer unter die Lupe nehmen. Aber als ich gesehen habe, ich habe mich nicht so super darüber informiert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich habe ihn dann eben in der Hand gehabt und war wirklich guter Dinge. Aber das ist ja die größte Enttäuschung gewesen, die ich bis jetzt im Jahr 2021 gesehen habe. Ein Innenschuh-Außenschuh-Prinzip, großartig. Ich finde, das sollten viel mehr Firmen auf Ultralight-Schuhe umsetzen. Aber dann kann ich den Schuh nicht rausnehmen. Oder ich mache eben ein Boa-Lacing-System, dann muss ich den Schuh nicht rausnehmen. Bei der Konkurrenz kann ich den Schuh rausnehmen und habe ein Boa-Lacing-System. Was habt ihr gemacht, Scarpa? Ihr seid so eine gute Schuhfirma. Macht doch wieder gute Schuhe. Und liebe Fanboys, gebt jetzt nicht alle rote hier Daumen runter. Es ist einfach, wenn wir objektiv drüber reden, ist das kein guter Schuh. Egal, ob die Fersenbox jetzt passt oder nicht, darum geht's gar nicht. Mir geht's überhaupt nicht darum. Mir geht's darum, dass dieser Schuh gut wäre oder angebracht wäre, wenn er 350 Euro kostet. Aber 550 Euro, das ist, ne. Falls jemand von euch diesen Schuh irgendwie zu Hause haben sollte und sagt, er ist super glücklich, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich glaube, dass man mit diesem Schuh wirklich glücklich sein kann, wenn einen diese Dinge nicht stören. Mich stören sie unglaublich. Aber mich stören sie nicht, weil sie jetzt in diesem Schuh verbaut sind, sondern mich stört es, weil ich dafür 560 Euro bezahle. 5, 6,
null für das. Ich krieg ausgereiftere Systeme für 450. Für 400 teilweise, gut, dann sind es keine, okay, dann sind es keine integrierten Gamaschen, aber sorry, Scarpa. Probier's nächstes Mal besser. Hoffentlich kriegt der einen Nachfolger mit Boa-System, mit allem drum und dran. See you. Berghack.